Gibt es eine Mitzwa von dem Torah, wer lacht abirachav? Wir sollen gehen in den Wegen von Gott und wir sollen unsere Charaktereigenschaften verbessern und wie zum, und ob kann man so sagen, sollen wir vergleichen unsere Charaktereigenschaften zu den Charaktereigenschaften von Gott. Und im Rambam schreibt, dass in jeder Charaktereigenschaft müssen wir den mittleren Weg, den Balance finden zwischen den zwei Extremen. Wie zum Beispiel, wenn jemand ist sehr, sehr geizig, ist falsch. Und wenn jemand ist auch sehr verschwenderisch, ist auch falsch. Wir müssen den mittleren Weg zwischen den beiden finden. Und im Rambam schreibt, wenn jemand ist doch in einem von diesen Extremen, muss sich verändern, den Weg zu sich verändern, ist durch, machen Taten in dem anderen Extrem. Wenn jemand ist sehr, sehr geizig, muss er vor einer bestimmten Zeit sehr verschwenderisch sein und nachher mit der Zeit bis er wird finden den richtigen Weg, den mittleren Weg. Das ist richtig in alle Charaktereigenschaften außer zwei Wegen. Zornig ist dem Rambam schon klar, das ist verboten zu haben überhaupt keinen Zorn. Und wenn jemand muss sich zeigen, wenn jemand muss zeigen, dass er zornig soll er sein, nur äußerlich, aber innerlich soll er keinen Zorn haben. Ähnlich ist auch wegen Arroganz. Es ist verboten zu sein, Arroganz, und der Mensch muss immer sich klein fühlen.